Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sehen Konrad, Amelie und ich sind am Stall. Prinz ist verletzt. Der hat eine Wunde am Bein, die sich entzündet hat, also am Fesselgelenk unten. Und jetzt waren wir da und haben ihn grasen lassen. Papa hat mir geholfen, dann hat Papa Medikamente gegeben, weil ich Amelie dann hatte. Jetzt darf ich mir noch Salat pflücken. Ja, aber ich glaube, viel ist nicht, aber es macht nichts. Also an dem kann ich ein bisschen. Genau, und die anderen sehen ganz gut schon gerupft aus. Ja. Essen ist fertig, Bratwurst, Kartoffeln und Salat. Oh ja, jetzt wird sie wirklich Hilfe. Du setzt dich immer wieder hin. Ja, ja, ja. Ah. Die Kinder spielen im Kinderzimmer. Ich wollte hier das Wohnzimmer aufräumen und saugen, denn ich habe es heute noch nicht geschafft und habe jetzt Käfig zugemacht. Hier sieht es aus wie ein Schweinestall. Einfach wirklich überall streue ich das Wurzel verteilt. Dann muss ich die Bälle hier von Bällebad einsammeln. Oh, das war der Kreisel hier. Machen und drehen, bla bla bla. Oh, furchtbar. Aber sie liebt ihn. Ah, gehst du bitte mit den Kuscheltieren wieder rüber? Jamie? Ja. Ja, bitte, weil da hängt gleich das ganze Streu dran, ne? Danke. Er hat die großen, also seinen Elefanten und sein Pferd hier rübergebracht. Und dann reiten wir so auf die beiden. Ja, lasst euch nicht stören wegen meinen Augen. Jetzt bin ich schon wieder so nah. Wegen meinen Augen. Ich habe ja eine Pollenallergie und jetzt ist gerade so ein Punkt gekommen. Durch das ganze Lüften dreht es nur noch. Ja. Und den Esstisch muss ich auch noch abdecken. So sieht die Ecke hier übrigens jetzt aus. Wir haben es noch gelassen, weil es einfach wärmer ist als der Boden. Wobei sie ja sowieso nur, wenn sie hier spielt, auf dem ist. Und es ist weicher. Beim Bällebad haben wir es ja auch drunter, weil es weicher ist. Was machst du mit den Hausschuhen? Ja, und hier, das meine ich, ne? Guckt euch das an. Das haben wir überall, das Streu. Hier, zieh an. Hier muss ich noch die Becher zusammensuchen, dann kann ich die wieder alle zusammenstecken. Und die Kiste ist geblieben, ja. Hier ist sogar noch was von uns. Kevins T-Shirt. Hier, dann setz dich hin. Amelie kommt. Oh, mit deinem Hausschuh. Den anderen von der Kita. Ja, von der Kita, die sind zu klein, ne? Da sieht man richtig hier. Entenfüße. Entenfüße hast du jetzt? Dann zieh sie richtig rum an. Ja, hier vor dem Käfig ist ganz schlimm. Schaut euch das an. Das muss jetzt weg. Okay. Übrigens ist Saugen jetzt total schwer, weil Amelie sich immer daran hinstellt. Mieße? Hallo. Hey, super. Ich würde gleich erst Dienstag, wenn ich passen würde, weil dann könnte ich den Montagabend.
Gut. Und ich sind im Badezimmer, Amelie macht Mittagsschlaf und ich gucke hier die Zeitung und den Fernsehbettchen. Ne? Mhm. Ja. Mama, stopp! Ja? Nein. Jimmy hat seinen Minion Badebombe getestet. In der Spülschüssel. Er wollte unbedingt in der Spülschüssel, anstatt an die große Badewanne. Also er hat nur diese kleine rote Schüssel. Das ist eine Spülschüssel. Kinderzimmer, wie man sieht. Amelie spielt hier noch mit Duplo. Und ja, ich wollte hier Bett fertig machen. Aber das hat immer noch keinen Platz. Das hatte ich ja vor ein paar Videos mal gezeigt. Ja, das wird immer wieder bespielt, aber es hat einfach keinen Platz im Zimmer und es steht einfach immer irgendwo. Eigentlich war es immer in Amelies Bett, aber jetzt, wo sie ja das Bett unter hat, ist das jetzt keine Ablagefläche mehr. Genau, jetzt liegt es halt bei Jimmy im Bett. Ja. Kleidung wollte ich raussuchen. Für Amelie habe ich schon. Für Jimmy muss ich noch. Das ist noch ein Kunde im Flur für morgen früh. Wobei ich glaube, ich besser eine Jacke anziehen. Am Morgen fahre ich nämlich kein Auto. Dann ziehen wir lieber eine Jacke an. Dann kann er hier bleiben, falls wir rausgehen. Den Pulli. Genau. Ja, Jamie braucht Kleidung für die Kita. So, Pullover, Socken. Noch ein T-Shirt und eine Hose. Jetzt zieht er seine Lieblingshose an, zeige ich euch. Oh, ihr seht mich kaum, ne? Das ist seine Lieblingshose. Die hat Anne uns geschenkt. Und das ist seine Polizeihose. Genau. Das ist auch so eine Pumphose. Genau, die hat er ganz, ganz oft an. Also die Mutter. So. Genau. So. Das haben wir. Wasserpack mit rausnehmen. Tücher mit raus für Frühstück. Wir nehmen ja statt, wie heißt es? Statt Feuchttücher nehmen wir ja immer beim Essen hier diese Ikea-Waschlappen. Ich habe sie ja nur blau eingefärbt. Spart jede Menge Müll. Ja, und ich habe für zwei Kinder 60. Bei einem Kind hatte ich 50 und 50 habe ich auch schon gebraucht bei einem. Und Jimmy hat auch viel gespuckt. Da habe ich die auch als Spucktuch mitgenommen, damit ich mit den Großen auskam. Nicht wieder die Rutsche hoch. Amelie kann immer besser stehen. Sie fängt sogar an zu laufen. Gestern hat sie im Badezimmer Jamies Hocker, der vor dem Waschbecken steht, genommen. Hat sich hingestellt. Das ist nicht unüblich jetzt, dass sie sich überall hinstellt. Jetzt steht sie zum Beispiel an der Rutsche wieder. Und dann ist sie damit einfach ins Badezimmer gelaufen. Hat versucht in den Flur rein, aber auf dem Flur war es dann... ging nicht mehr, dann rutschte der nicht mehr. Ja, und beim Saugen, wenn ich sauge, dann stellt sie sich immer an den Staubsauger und dann macht sie dasselbe. Sie schiebt den Staubsauger vor sich her. Ne? Jetzt hat sie sich hingesetzt. Ja, also es ist echt gigantisch, was sie kann. Und wie schnell das ging jetzt. Ne? Ja. Das heißt, sie kann jetzt fast alles. Jetzt muss es nur noch selbstständig stehen und laufen. Aber das hat sie ja noch Zeit, ne? Aber jetzt wusste sie so schnell, wie es geht. Habe ich das Gefühl, es wird sie schneller lernen als Jamie. Ja, ich bin mal gespannt. So,
also die Tücher brauche ich. Und dann habe ich hier unten in der Schublade immer mein Bürstchen, was dann für morgen früh ist. Das ist für die Nacht, falls ich nochmal brauche. Und das stelle ich mir morgen schon hin für Frischwasser. Genau. Ja, Kleidung hier habe ich auch. Jetzt kommst du auch gucken. Hey, hat sich nicht viel geändert. Die Kiste ist hier, was aussortiert ist, was wegkommt. Da ist auch Spielzeug drin. Und diese kleine Kiste habe ich jetzt genommen für die Sachen, die aussortiert habe, aber behalte. Wie zum Beispiel das T-Shirt von Jamie, kriegt Amelie an. Und darunter sind einfach Erinnerungsstücke. Und Amelie macht gerade hier Spucktücher und Windeln. Windel wollte ich die Nacht auch stoppen. Eine funktioniert ja, ne? Dann muss ich aber, im Grunde genommen ist das hier ja meine Nachtwindel. Die ist so komplett saugend. Und machst du eine Überhose drum und fertig ist. Hält bei uns nicht. Das heißt, ich muss boosten. Und ich muss sie nicht nur einmal boosten, sondern gleich zweimal. Und da habe ich diese dreilagigen Bambus-Viskose-Einlagen. Oh, hält man mal mit dem Fuß fest. Genau. Es wird ein richtig dicker Windelpo. Und dann wollen wir mal gucken. Also bis jetzt hat es immer gehalten. Aber ich... Also ich habe da kein Problem mit. Ich lang da rein und fühle und ich merke, dass die definitiv braucht. Also sonst kannst du ja eine weglassen, wenn du merkst, okay, es ist halt nicht wirklich nass. Dann kannst du eine weglassen, dann ist es nicht so ein Riesenwindelpo. Aber sie braucht das. Ich habe ja auch noch mal kleinere. Das sind die hier. Ja, also der Größenunterschied, Moment. Das eine ist Größe 2 und das andere Größe 1, Newborn. Die hier sind aber auch nur zweilagig, aber ich benutze sie halt immer noch. Auch bei Jamie. Jamie ist ja trocken. Außer Kita, da trottet sich nichts zu sagen. Und bei Oma Opa auch nicht. Ansonsten ist er trocken. Und ja, wenn mal irgendwas länger dauert oder so, lege ich das halt gerne in die Unterhose rein. Das heißt, wenn er pinkelt, wird er zwar nass. Ja, Papa, ne? Wird er zwar nass, aber... es sieht nicht jeder gleich, ne? Also ich habe immer, seitdem er trocken ist, je nachdem, was wir machen, immer genug Wechselkleidung mit. Mehr als sonst. Nicht nur eins, sondern wirklich mehr, wenn was sein sollte. Aber ansonsten, ja, klappt das eigentlich nicht, schätze ich. Und zu Hause läuft da in Unterhose oder so rum. Dann kann er selber die Hose runterziehen. Genau, Töpfchenplatz hat er jetzt einen perfekten für sich gefunden. Wir haben ja verschiedene Räume getestet. Und er hat für sich ausgemacht, der steht im Flur. Kann ich euch gleich mal zeigen, wo der steht. Ne? Ja. Also du bist... oh. Ja. Okay. Weg hier. Da, Halstuch. Gut, dass wir eins drum haben hier. Genau. Gib das wieder drum haben. Hast Schublade zu und kannst die Finger nicht klemmen. So, wir haben es jetzt schon richtig spät. 20 vor 9 ungefähr müsste es sein, 4 vor 9. Ich habe gerade die Wäsche aufgehangen oben. Ja, beide Kinder schlafen, die sind aber schon früh schlafen gegangen. Ich habe Jamies Figur euch noch zeigen wollen. Die hatte er zum Spielen im Action Hall gehabt und ich wollte ja euch im Action Hall eigentlich zeigen. Ja, die hat er sich ausgesucht im Action und ist eine von Power Rangers und ich weiß gar nicht, ich kenne Power Rangers nicht, also Namen, ja, aber ich habe es nie geguckt. Ich weiß gar nicht, was die machen oder so und ja, ich weiß gar nichts darüber eigentlich. Also ihr könnt mich ja vielleicht mal ein paar Sätzen aufklären, was das überhaupt ist. Er fand sie auf jeden Fall schön und wollte sie haben und ja, spielt damit dauerhaft jetzt im Moment und natürlich seinen Autos und er hat diese Figur Bambi genannt. Bambi. Ja, das ist jetzt Bambi. Ja, ich mache jetzt nicht fertig. Ich habe mich ja, also ich schminke mich ja jetzt, das ist hier schon gut weggegangen durch Schwitzen. Ich schminke mich ja jetzt eigentlich gar nicht, außer meine Augenbrauen, wegen den Pollen, weil ich halt ständig so mache und alles. Türchen mache ich auch keine Wasserfeste drauf, weil heulen tue ich ja auch ständig wegen den Pollen. Genau, ich mache eigentlich gar nichts aus Augenbrauen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schreibt mir gerne Feedback in den Kommentaren, da freue ich mich immer drüber. Tschüss!